Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben. Noch die Standardkarte, nicht die Vierfachmap. Zur Vierfachmap werden wir am Wochenende kommen. Ich weiß, die ist dann schon, also ist jetzt schon über 2 Wochen veröffentlicht. Aber ich habe leider keine Zeit, zu spielen seit der Veröffentlichung jetzt der Karte. Und bin aber eben auch noch nicht so weit. Ich hätte jetzt in dieser Session, hätte ich jetzt tatsächlich schon auf der Vierfachkarte spielen können, aber ich wollte erst alle meine Felder abernten, damit ich dann, wenn ich dann die Vierfachkarte starte, damit ich dann die Felder dementsprechend frisch habe und nicht hier alles wie Katz ist sozusagen. Wir sind gerade dabei, 3 Felder parallel zu ernten. Wir haben hier Weizen, wir haben noch weiteres Weizenfeld und wir haben noch ganz viele Rapsfelder und versuchen alles, dass das vernünftig wird hier. Und, warum stehen die da? Weiß auch keiner, oder? Weil der voll ist und noch nicht viel geschafft, muss ich ja sagen, leider. Es hakelt hier etwas, das finde ich schade. Also, beim Abfahren hakt das. Okay. Aber einstellen. Okay, das läuft, das ist schön. Wenn jetzt irgendwann der Drescher auch nochmal auf die Idee kommt, weiterzufahren, das ist natürlich gigantisch. Und wenn du den jemanden in den Weg stellen würdest, aber naja, sehen wir mal. Ich ihm jetzt hier eigentlich schon was zugeordnet? Ne, habe ich noch nicht. Schauen wir mal hinterm Drescher her, der ist auch schon wieder bei 52%. Los, los, los! Oh ja, eckige Ecken und runde Ecken, da war doch was. Ja, kaufe ich noch einen Drescher, so einen. Habe ich 4 davon. Da kaufe ich keinen. Muss ich auch noch einen Anhänger kaufen? Ich glaube, ich muss noch so einen großen Class Cargos kaufen. Muss ich nicht. Ich kann auch mit einem anderen abfahren, aber habe ich eigentlich nicht vor. So, wir gucken mal, was er hier jetzt macht. Das erste Vorgewende ist bald rum. Dann dürfte er hier auch vernünftig fahren.
schlagen. Schön durchs Korn fahren. So. So haben wir das doch gerne. So haben wir das sehr gerne. Ja, schauen wir mal, wie es denn hier weitergeht. Das war natürlich Quatsch. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich habe gerade nebenbei noch was gemacht. Ja, was natürlich nicht sein soll. Okay, das soll wohl laufen. Kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht? Ich weiß es doch nicht. Es ist doch. Schau mal. Ich glaube, ich kaufe noch. Muss ich nur eben gucken, wo ich die denn hatte. Räumer, nee, da war es nicht. Kann ich die nicht extra? Holzpack. Rente. Was hatte ich die tatsächlich da drin? Fahrradrack brauche ich eigentlich nicht. Anbauteile, extra Scheinwerfer Kabine. Type XL, X4, XL, XL habe ich. Jahre kann man noch machen, Nummer 4. Das und so Bild 1. Das. Brauchen wir mal. Das so schlau war. So, jetzt muss ich auch noch Schneidwerke kaufen. Das habe ich davon schon 3 Stück. Okay. Davon habe ich 3 Stück. So. Boah. Ich weiß nicht, welche Version ich da habe. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig war. Jetzt muss ich noch Schneidwerkswagen kaufen. Haben die noch? Welchen habe ich? Den habe ich. Auswählen. Hauptfarbe. Weiß ich nicht. Au. Kamera. Kaufen. Ja, möchte. So, jetzt habe ich 4 davon. Schön. Brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich noch einen Kipper. Brauche ich auch. Jawohl. Ja, schön. Was wir nicht alles haben. Wir haben eben wieder 500.000 für Fahrzeuge ausgegeben. Und haben wieder einen Vollpfosten von Abfahrer, der sich hier wieder mitten in den Weg stellt. Fahrer einstellen. Wir begeben uns mal zum Hof. Und organisieren uns jetzt noch einen Traktor.
müsste ich ja noch welche stehen haben. Also zumindest einen. Ja, einen. Den großen Klaas, der eigentlich viel zu groß ist für das, was ich vorhab. Aber ich sehe jetzt auch nicht ein, mir deshalb jetzt noch einen anderen Traktor zu kaufen. Den hier benutze ich sowieso fast nie. Also eigentlich ist ja eine Nummer zu groß im Moment für den Hof. Aber ich fand den geil, ich wollte den haben. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen? Oh. Augen auf beim Eierkauf. Das wird nicht die Schneidwerkswagen sind. Ja, muss aber ja. Hat er ja gesagt. Hat er ja gesagt. Und da steht, auch noch ein Grubber. Den ich meinte, den müsste ich unbedingt haben. Mein Klaas hat durchdrehende Reifen. Warum? Weil er am Baum hängt. Wetten? Gucken wir uns gleich an. Sound ist schon nicht so schlecht hier, muss man ja sagen. Also dieses tiefe Grummeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Aber ja, ich finde das schon geil. Muss ich sagen. So. Na? Ja, hängt am Baum, aber nicht an dem, an dem ich erwartet habe. Okay, der ist voll. Fahrer einstellen. Das heißt, er versucht jetzt mal irgendwann zurück zur Brauerei zu fahren. Schon mal die erste Lieferung abzugeben. Ja, das ist ja schön. Ja, wir produzieren fleißig Stoffrollen. Sehr schön. Es gibt auch noch richtig Kohle. Toll. Arbeiten. Da sehe ich doch schon wieder, der steht da hinten wieder voll im Gemüse. Ja, wobei, er wird gleich gerufen zum Abfahren und fährt ihm dann in die Karre. Ah ja, klar. Ah, da ist er. Da liegt auch noch Verbrauchsmaterial für die Ultima. Ja doch, das sieht aber so ungefähr so aus wie der Schneidwerkswagen, den ich schon. Da habe ich jetzt 100 Jahre dran stehen. Das ist doch schön. Ich hoffe, dass es dasselbe Schneidwerk ist, wie ich schon habe. Also, dass es dieses modifizierte ist, was ich schon habe. Wenn nicht, wäre schade. Müsste ich Maßnahmen ergreifen. So. Oh. Nein. Ein Werkswagen kann man ja auch noch ausfahren nach hinten. So, und da gab es nämlich mal hier irgendwie ein Werkswagen aufklappen. Ja, angehängt ist er. Schön. Habe ich jetzt eigentlich auch nur, die halbe Million habe ich nur ausgegeben, damit wir ein bisschen schneller fertig werden. Ob das denn tatsächlich funktioniert? Lassen wir uns mal, sind wir mal gespannt.
Muss ja zugeben, den möchte ich wohl auch mal in echt fahren. Also ganz ehrlich, da hätte ich echt mal Bock drauf. Mal sehen. An. Diese ganzen Meldungen von wegen steckt im Verkehr fest, die kann man immer erstmal am Anfang ein bisschen beiseite schieben. Das ist das meistens am Anfang noch gar nicht so viel dran. Ja, da oben ist schon das erste Feld, das wir gleich ernten. Ja, doch, jetzt ist da vielleicht dann doch was dran. Gleich an. Erstmal schicke ich hier den Drescher auf den Weg. Dann muss ich einen Abfahrkurs machen. Und der Abfahrkurs, der wird richtig lang. Eigentlich müsste ich hier zwei Abfahrer haben. Aber, hey, es ist so, wie es ist, ne? Da wollte ich einfach nur mal den Kolumni rausnehmen. Ich fahre wieder durchs Gemüse sozusagen. Das Gebälk, wie auch immer. Pampa. Das ist Feld Nummer 7. Dreschen. Feldarbeit, genau. Feld 7, Startposition. Aktuelle Fahrposition. Vorgewende, ja. 4. Die sollen aber scharf sein. Berechnen. Aha, einstellen. Dann gucken wir mal, ob er das macht. Ja, er drischt. Wir gucken jetzt mal, warum er im Verkehr feststeckt. War klar. Wieder Monsieur hier nicht nachdenkt. Und sich einfach in den Weg stellt. So, einmal vorbeifahren bitte. Okay, das läuft. Das läuft auch. Sehr schön. Brauche ich eigentlich gleich doch noch einen Traktor? Wir hätten hier noch den MB-Truck. Weiß nicht, ob ich wirklich Strom machen soll. Liegt da zwar alles. Wäre echt schade, das verkommen zu lassen, aber wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht. So, gab es nicht eigentlich auch einen Mod, mit dem man Fahrzeuge noch so gruppieren kann und sowas? Ich meine, sowas hätte ich mal gelesen.
Entschuldigung. Bisschen chaotisch. Gerade mal den Abfahrkurs vorbereiten. L7. Gleich wieder kommen, ist ja eh voll. Hätte ich eigentlich auch erstmal abtanken können und das schon gleich mitnehmen. Aber was soll's. So. Feldstofffabrik, Palettenlager. Dahinter das Meer. Noch. Am Wochenende nicht mehr. Die Vierfachkarte am Wochenende. Ich habe schon viel aus dem Palettenlager rausgeholt, aber einiges ist da auch noch drin. Das ist auch nicht schlecht, einen guten Grundstock. Und nachdem ich mir so ein Einführungsvideo ja über die Vierfachmap angeguckt habe, muss ich sagen, bin ich froh, dass wir jetzt doch so viel Raps angebaut haben, weil man braucht wohl am Anfang recht viel Diesel, weil dann nämlich auch der Brückenbau in Gang kommen kann. Beziehungsweise dann kann auch die Sandproduktion und sowas in Gang kommen. Der Brückenbau und so. Und dann läuft das alles. Boah, das ist aber echt ein weiter Kurs. Glaube. Ich kaufe gleich noch einen Cargos und kaufe noch einen JBC Fast Track. Ist JBC oder JCB? Das weiß ich jetzt gar nicht. Schön rein. Klappt. Was reichte das jetzt einfach rüber zu fahren oder muss ich hier einen Abkipppunkt setzen? Ja, wenn dann bin ich eh schon zu spät für einen Abkipppunkt. Der muss da gleich weg. Der Mann. Ja, wobei. Der macht ja gar nichts. Der holt sich ja kaum was. Achso, ne, da unten ist er 87% schon voll. Aber jetzt nur deshalb noch mehr Geld ausgeben? Ich hoffe auch kein JCB. Ich bin ja Klaas-Fan, muss ich ja zugeben, ne? Neuerdings. Also früher bin ich eigentlich immer nur auf International, also auf IHC-Traktoren gefahren, selber, echt. Aber das ist eben auch schon 25 Jahre her. Leider. Da muss auch mal wieder was passieren.
Los, 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 fahr, fahr, fahr. So, wenn ich hier gleich noch hätte einen Abladepunkt setzen sollen, dann tippe ich aus. Nein, flippe ich natürlich nicht aus, aber wäre schon sehr ärgerlich. Das schaffe ich gar nicht jetzt. Donnerstag oder Freitag alles abzuernten, glaube ich. Ich allein schon sehe, wie lange es dauert, hier die Kurse einzufahren. So. Das hier ist Feld 7, sagten wir. Feld 07. Diesel. So, du tankst einen Drescher ab. Nein, nicht automatisch finden. Ja, dann wird das der sein. Sehr viel mehr habe ich ja nicht. Wartlicher Abstand, 11 Meter. Mal, was er sagt. Kein Drescher an Reichweite, stimmt ja nicht. Jetzt hat er ihn. Jetzt fährt er zum Drescher. Das Monstergefährt. Ich glaube, ich kündige meinen Job und werde Lohnunternehmer. Nein, natürlich nicht. So, wir besuchen, beobachten das nochmal. Dann ist Schluss für diese Folge. Und dann überlege ich mir, ob ich tatsächlich noch einen Anhänger und einen Traktor kaufe. Ich meine, für die nächste Map brauchen wir es eh. Irgendwann. So teuer sind die ja auch nicht. Na los. Komm, wo es nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Ja, Bonk. Also das finde ich so ein bisschen schade, dass dieses scheinbar keine wirkliche, dieses Cosplay keine wirkliche Kollisionserkennung oder so hat. Also wo sind Kollisionen und so weiter, ihr wisst, was ich meine, ja? Ihr versteht mein Problem. Ja. Egal, bleib stehen. Oh. Mann, Mann, Mann. Was ist denn daran jetzt so schwierig? Ja, liegt an mir mit Sicherheit. Aber gib mir Tipps, wie ich es verbessern kann. Gib mir Tipps. Ja, Hälfte stehen lassen. Das ist jetzt aber auch egal. So, überlegst du jetzt noch lange oder nicht? Wie dem auch sei, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch fürs Zugucken. Hinterlasst mir ein Like und einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr euch morgen wieder dazu entschließen könntet, zuzugucken. In diesem Sinne sage ich Ciao.